gleich im Anschluss findet heute die erste Diskussion statt. Der Titel des heutigen Abends ist Platz für Rebellen, Visionen neuer Räume für die Jugend. Dazu begrüße ich ganz herzlich alle Gäste, die Gäste vom Podium, die Gäste auch zuhören und dann auch intervenieren werden. Die zwei Moderatoren möchte ich jetzt vorstellen. Die zwei Moderatoren haben die 68er Jahre versäumt. Sie waren damals zu jung vielleicht, um ihr Rebellendasein noch auszuleben. In den 90er Jahren, als sie Rebellen hätten sein können, gab es die No-Future-Zeit. Aber heute möchten sie natürlich dazu beitragen, neuen Raum geben, vielleicht für Rebellen, das vielleicht ja, Räume für Rebellen. Gerhard Durecker und Andrea Mantovani, herzlich willkommen. Wir bitten die Diskussion wäre geplant gewesen zu starten um 8 Uhr. Es ist 7:45. Ich bitte einfach alle Mitdiskutanten, die jetzt schon eingetroffen sind, bitte ans Podium. Die meisten sind schon hier, einige werden uns noch erreichen. Bitte. Prego, chi è referente, pregato di accomodarsi. Prego. So, herzlich willkommen zu dieser ersten Diskussion. Platz für Rebellen, Rebellinnen. Einer ist noch dazugestoßen. Jetzt fehlt uns noch die Stadträtin, wird auch noch kommen. So, Platz für Rebellen heißt die Anfangsdiskussion in dieser Reihe. Wir haben dazu, beziehungsweise die Veranstalter hier von Lobomare, haben dazu einige Prominente, einige Statisten, einige Experten aus dem Bereich Jugend, Jugendarbeit hier eingeladen. Andrea und ich werden euch durch den Abend führen und versuchen, zusammen mit euch in eine interessante Diskussion einzusteigen, mit dem Ziel draufzukommen, wer sind Rebellen heute, gibt es die, wo sind sie, wie geht es ihnen, haben sie Platz? Sì, la serata non prevederà la traduzione ovviamente di tutte le parti, il nostro ruolo sarà quello di cercare di porre dei quesiti e vediamo se questa sera avremo qualche idea in più su cosa vuol dire essere ribelli, se esistono i posti per i ribelli e avremo vari punti di osservazione, abbiamo il punto di vista dei politici, degli amministratori, dei giovani, di chi lavora sul territorio, dei ribelli, cercheremo di fare un viaggio attraverso questo mondo. So. Wir stellen als erstes die Leute am Podium vor und dann auch die jungen Experten, die auch hier sind. Gerda Gius, stellvertretende Amtsdirektorin im Amt für Jugendarbeit. Guten Abend. Poi abbiamo Marco Recla, direttore dell'ufficio Servizio Giovani di Lingua Italiana. Peter Kohler, Leiter des Forum Prävention. Poi abbiamo Andrea Sacchet, che è educatore presso l'associazione La Vispa Teresa. Uli Huber, ex Triebwerkerin in Bozen, Absolventin im Bereich Sozialpädagogik an der Universität Bozen in Brixen. Und Christoph Dauber, Student der Politikwissenschaft. Florian und Max haben schon angedeutet, was sind Rebellen? Wir haben, Andrea und ich haben jetzt ungefähr 2 Tage ein wenig versucht, uns zu orientieren zum Thema. Und wie macht man das am besten? Indem man einfach einmal ein Lexikon befragt, was ist ein Rebell? Genau das haben wir gemacht. Wir haben nicht nur irgendein Lexikon durchstudiert, sondern ein Lexikon geschrieben auch von Rebellen, nämlich Wikipedia. Ich weiß nicht, ob das Projekt von euch bekannt ist.
Und wir haben dort die Erklärung gefunden. Vielleicht der Thomas kann uns das vorlesen. Ecco, è arrivata anche l'assessora. Buonasera. Ciao. Prego. Also, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Ausdruck Rebell, von lateinisch Regegen, belare, kämpfen, Krieg führen, bezeichnet unter anderem Personen, die sich in ihrer Ansichten zu politischen oder kulturellen Angelegenheiten von der Masse, dem Mainstream, abheben. Rebell wird hier eher als ein sich auflehnender und aufbegehrender Mensch, meist auch Jugendlicher, der seine Ablehnung der bestehenden Verhältnisse durch sein Äußeres, seine Äußerungen und sein Verhalten zum Ausdruck bringt, verstanden. Ecco, la stessa definizione su Wikipedia italiana diceva: la rivolta o ribellione è un atto di sollevamento del popolo contro un ordine costituito, che il più delle volte è lo Stato. Più specificamente, la ribellione può anche riferirsi al rifiuto di una legge, di un principio o anche di una moda. I ribelli possono manifestare il loro dissenso attraverso la disobbedienza civile o anche atti di violenza. Gut, in den letzten zwei Tagen, zusammen mit Angelika Burcher, haben wir uns auf die Suche gemacht, gibt es Rebellen in Südtirol? Wikipedia hat uns da sehr geholfen, weil dort gibt es ein Verzeichnis auf der gleichen Seite, wo die wichtigsten großen Rebellen der Weltgeschichte aufgelistet sind. Und da wird genannt Che Guevara an erster Stelle, Andreas Hofer an zweiter Stelle, Spartacus, Leo Trotzki und James Dean. Und da haben wir gewusst, Südtirol ist effektiv ein guter Boden für Rebellen. Und über mehrere Kanäle ist es uns auch gelungen, einen echten jungen Rebellen in Südtirol zu finden, der auch von sich sagt, ich bin ein Rebell. Florian? Ja. Bitte? Florian Rabatscher. Er hat seinen Kollegen mitgenommen, der sich mit einem Künstlernamen vorstellen möchte, Max Alfred von Hinten. Und sie beide fühlen sich als Rebellen. Ja, doch, und wir sind doch vorhin gestellt. Max, ja, Max. Max. Stell mal ihn ins Wort. Entschuldigung. Oh. Lass mal nicht gefällt, auf dir du verstellen. Ach so. So. Florian, wir haben uns gestern kennengelernt. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ja. Wir müssen ein wenig Hochdeutsch sprechen, auch weil es für manche vielleicht auch schwierig ist, den Dialekt zu verstehen. Wir haben uns gestern kennengelernt und für mich war das auch ganz ein spannendes Gespräch, weil ich mir auch nicht so vorstellen kann, wie sind so junge Rebellen. Und du bist einer. Wie bist du als Rebell? Was für ein Rebell bist du? Das Mikrofon vielleicht. Grazie. Na, jetzt erstes Mal. Hochdeutsch. Ja. Erstens mal, das Wort Rebell muss man einordnen können. Weil ich würde mich selber nicht als Rebell bezeichnen. Sagen wir so, nicht jetzt im Ganzen, nicht als Rebellen. Das klingt so, als ob ich mich irgendwo einordnen würde. Das. Ja, und trotzdem hast du einiges gemacht, was in diese Richtung geht, wie ich mir zum Beispiel einen Rebell vorstelle. Du hast mir erzählt zum Beispiel, dass ich ein Haus besetzt habe. Etwas, was ich nicht wusste, dass das in Bozen heute noch gibt. Vielleicht könnt ihr beide etwas auch davon erzählen, wie das gegangen ist. Ja, diese Geschichte ist, ist kompliziert. Ja. Diese Besetzung kann man eigentlich nicht als Besetzung bezeichnen. Ja. Wirklich als Besetzung einstufen. Dadurch, dass sie da ja eine halbe Stunde gedauert hat. und ziemlich schnell von der Polizei teilweise ziemlich aggressiv abgebrochen worden ist, kann man das eigentlich nicht als Besetzung einstufen, sondern als Versuch, sich einen Platz zu schaffen vielleicht. Ja, das schon, aber der Versuch ist daneben gegangen, kann man sagen. Gut, wir waren jetzt nicht die Organisatoren. Aber die Leute, die das organisiert haben, das war... Ich mach mal. Ja, mehr war nicht.
Nein, es war keine Organisation dahinter, es war nur... Lass uns einfach so stehen, es war eine eher kleine Rebellion. Trotzdem habt ihr ein Haus besetzt, was viele Jugendliche in Südtirol nicht machen, oder? Und das zeigt euch vielleicht aus, dass ihr junge Rebellen seid. Kann man das so sagen und so sehen? Ja, das kannst du gut sagen, aber jetzt, wenn wir viele Jugendliche hier in Südtirol anschauen, was ist deren Meinung eigentlich? Das haben wir heute noch von vielen hier hören. Auch viele Jugendliche hier in Südtirol haben keine eigene Meinung. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass hier zum Beispiel Andreas Hofer auch aufgezählt ist als einer der großen Helden? Er wird wohl wenig euer Vorbild sein, oder? Im Rebellen sein. Ja gut, ich gebe jetzt über zu Alfred. Andreas Hofer war sicher ein großer Rebell, aber von mir aus gesehen hat er für eine Sache gekämpft, die vergänglich ist. Die im Moment Wichtigkeit hat, aber nachher eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Deswegen, er war sicher ein krasser Kämpfer, er hat viel geleistet, aber als wirklichen Helden der Helden würde ich nicht bezeichnen. Darf ich kurz? Ja, sowieso. Kurz noch eine Meinung zu Andreas Hofer. Also, von mir aus gesehen, okay, nichts gegen Andreas Hofer, aber das, was von Andreas Hofer jetzt entstanden ist, von mir aus gesehen, nicht das, was es mal war. Aber Sie haben sicher die FF und diese ganze Zeit, ja, ist überall drin gestanden in den Medien. Ja, Medien. Ja. Das ist nicht mehr das, zum Beispiel, was Andreas Hofer bewirkt hat, das ist nur mehr Nationalismus. Florian. Ja. Wir haben hier Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, die sind alle hier. Nein. Wichtige Leute in der Jugendarbeit. Ja. Ihr seid ein Teil der Jugend, ihr bezeichnet euch als junge Rebellen. Was ist zum Beispiel, wenn ihr heute hierher gekommen seid, das Thema habt ihr gewusst von mir, Platz für Rebellen. Was wollt ihr denen hier einfach so am Beginn sagen? Weil sie werden jetzt nicht nur zu euch, sondern zum Thema natürlich Stellung nehmen. Aber was habt ihr euch gedacht? Was könnt ihr hier als Botschaft sagen? Braucht ihr Platz? Habt ihr keinen Platz? Wollt ihr mehr Platz? Ja, jetzt mal wegen Platz. Ja, lass dich drüber streiten. Jetzt darf ich nochmal eine Frage stellen. Sind Sie Jugendarbeiter? Sie auch? Ja, haben Sie studiert? Die Jugend studiert? Kann man das studieren? Na, nur so eine Frage. Schon? Ja, okay, ist gut, ja. Auf alle Fälle, du hast eine große Skepsis, dass der Herr hier, der Herr Eckler, irgendetwas mit Jugendarbeit am Hut haben kann, oder? Ja, für mich Jugendarbeiter, ich kann nicht verstehen, wie soll man so etwas studieren. Nein, das musst du, wenn du es selber erlebt haben, oder in der Schule, weil du bist dann, ja, Uni, oder? Was geht man da? Ja, okay, ja, dann. Stehst du vor einem Lehrer und der hat selber sicher nur in einer Schule studiert. Ich meine, was hat dann der Lehrer mit der Jugend? Okay, das wird jetzt kompliziert, das muss ich jetzt schneller machen, ja. Ja, ich meine, ich verstehe nicht, wie man so etwas studieren kann. Ja, es geht nicht nur ums Studieren, sondern... Nein, auch lernen musst du aus dem Leben. Die meisten hier am Podium arbeiten im Bereich, engagieren sich für Jugend. Ja, und denken sie, verstehen sie. Setzen sich... schaffen, Zentren und so weiter. Nicht, vielleicht nicht das, was ihr euch unbedingt vorstellt. Ich würde jetzt einfach, vielleicht könnten wir hier anschließen mit einem, der konkret auch in der Jugendarbeit arbeitet, etwas jünger ist und vielleicht das auch verständlicher für euch dann erklären kann. Sie, prego. Was wir machen. Platz für Rebellen. Ihr habt euren Platz jetzt bekommen. Ihr dürft auch natürlich gerne mitdiskutieren. Jetzt dürft ihr Platz nehmen. Ja. Sì, nel frattempo è arrivata Patrizia Trincanato, assessore alle attività sociali e alle pari opportunità del Comune di Bolzano, la salutiamo e grazie di essere qui. E all'inizio è stato detto che abbiamo una scaletta, anche se come traccia, che prevede che si parta dai ribelli, anche se non vogliono essere definiti ribelli perché è già troppo rientrare nella categoria, no? Per poi andare su chi lavora sul territorio, ecco, quindi non seguiremo una linea, diciamo, ecco, per sapere. Andrea,
che lavora sul territorio. Andrea è educatore e lavora all'associazione La Vispa Teresa, no? Che poi magari brevemente ci può anche raccontare esattamente cosa fa. E io volevo così porti una domanda aperta dentro la quale poi puoi raccontarci, no? Allora, il luogo comune dice i giovani di una volta, il 68, quelli sì che erano giovani, no? Avevano motivazione, avevano energie, si battevano per degli ideali. I giovani di oggi sono amorfi, non hanno energie, egoisti. Questo è un po' un cliché, no? Allora, intanto volevo chiederti se tu, a te sembra che questo sia vero. Poi è un'altra domanda, se è più difficile nel tuo lavoro cercare di placare la troppa energia dovuta alla ribellione nei quartieri dove lavori, o se è più difficile attivare energie perché ce n'è troppo poche, cioè motivare. Ecco, questo un po'. Okay. Io lavoro da 8 anni circa sul territorio, prima con esperienze giovanili, adesso mi occupo di un territorio in più in generale, quindi della zona Ortles, Milano, qui a Bolzano, e quindi l'ambito territoriale mi è sempre interessato. Diciamo che passare sul territorio rispetto al lavoro con i giovani mi ha permesso di comprendere, di avere una visione più ampia del fenomeno, della realtà, perché prima comunque era parziale, ma mentre ci lavoravo solo con i giovani non me ne rendevo conto. Poi conoscendo il loro contesto, anche familiare, posso aver capito anche le motivazioni di alcuni comportamenti, comunque posso aver capito meglio la realtà che, nella quale siamo inseriti. Io credo che ci sia meno forza di ribellarsi, questa è una risposta a pelle, ma credo prevalentemente perché i giovani che io conosco, ma la realtà che io vedo, vive più in una dimensione privata. E quindi credo che gli spazi di ribellione siano più privati, questa è proprio la mia impressione, più che pubblica. E questa è una prima risposta, poi magari la approfondiamo, vediamo, insomma, non mi sono preparato a nulla, lasciandomi sorprendere dalla serata di stasera. Per quanto riguarda invece il lavoro concreto, si gioca tra le due cose, tra quella da spegnere un po' la protesta o quella di attivare invece le risorse. Per come lavoro io, che lavoro in ambito promozionale, diciamo che non posso trascurare gli ambiti di disagio, però parto dai punti di forza delle persone e quindi anche dei giovani. C'è da dire che la parte più di protesta, secondo me ancora, la parte più ribelle per me rimangono ancora gli adulti, nella mia esperienza concreta. Mi trovo in gruppi di adulti in cui la propositività sicuramente non è quella che possono portare i giovani. Sui giovani il tema è come tradurla poi in fatti concreti. Hanno meno concretezza, però sicuramente hanno una spinta propositiva superiore, una creatività che in età adulta non è data, credo. Quindi se dovessimo tradurre ribellione, protesta uguale energia, tu vedi più energia comunque nei giovani rispetto agli adulti? Sì, meno capacità di organizzarsi e, ripeto, più una dimensione però privata. Quindi diciamo un'immagine che a me rimanda un po' un'immagine di tristezza comunque, nel senso vedo sempre meno giovani in strada, cosa che 8 anni fa quando ho iniziato c'erano molti di più, ne vedo meno nei centri, ma che permangono nei centri, non meno come numero, nel senso che passano, ma vivono altre 10.000 esperienze senza credo gustarne appena neanche una. Quindi vedo una certa incapacità di impegnarsi e quindi anche impegnarsi nella ribellione. Maria? Io sono più attaccato qua. Lehmann, da hier sitzt Uli Huber. Es gibt zwischen euch auch nochmal eine Verbindung, indem ihr beide Streetworker hier in Bozen wart. Vielleicht kennt ihr auch Florian und Max von dieser Arbeit her, weiß ich nicht. Kennt leider Polizei. Polizei. Die Uli Huber ist zum einen, so an du, kann man du sagen? Hast du mir erzählt, dass du nicht nur Streetwork hier gemacht hast, sondern auch an der Universität jetzt deine Arbeit wissenschaftlich vertieft hast und dich sicher auch beschäftigt hast mit jungen Rebellen? Sind das junge Rebellen, die du auf deinem Weg getroffen hast auch?
Und meine Frage wäre dann auch in dieser Richtung, hast du praktisch in deinem Streetwork, in deiner Streetworker-Arbeit auch jenen Platz gelassen, dass junge Rebellen Platz finden, den sie eben brauchen? Ja, ich glaube, das ist eben ein bisschen ein politischer Diskurs auch, weil eben, es geht einmal darum, was man als Rebellen definiert, weil man kann auch als Rebellen meines Erachtens auch solche Menschen definieren, die 12 Stunden am Tag vor dem Computer verbringen und keine Freunde haben. Oder und dann kann man auch natürlich die Menschen als Rebellen definieren, die man einfach, von denen man äußerlich sieht, dass sie wie Rebellen ausschauen. Ob sie es dann effektiv bleiben über die Jugendphase hinaus, das ist dann eine Frage. Also ich weiß nicht, die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist jene, dass früher, also in den 60er, 70er Jahren, da hat es wahrscheinlich viel mehr so Idealismus gegeben und so auch noch so für sich, die Punks waren anscheinend echte Punks und so, und heute geht das alles ein bisschen mehr in die Richtung, ja, man ist zwar Rebell, aber andererseits ist es halt doch fein, wenn man zu Hause dann wohnen kann und dass irgendwie dann das Geld bekommt, die 50 Euro um auszugehen und sich Bier zu kaufen und das zu tun. Also es ist alles irgendwie viel so ein Mischmasch geworden, von mir aus gesehen. Das heißt, bei den Rebellen kann man nicht so einfach identifizieren, es gibt keine fixe Kategorie. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, denen es gut geht und die sich in ein System einfügen können gut, und andere, die sich in ein System nicht einfügen können. Und dann können sie verschiedene Art und Weise darauf reagieren, auf ihr Unwohlsein. Entweder sie gehen aus sich hinaus und rebellieren offensichtlich, oder sie gehen in sich hinein und rebellieren auf andere Art und Weise. Und das kommt auch irgendwie dadurch zum Ausdruck, dass es wirklich auch viele psychische Erkrankungen gibt in der Jugendphase, die überhaupt ein totales Tabuthema sind. Und in deiner konkreten Arbeit als Streetworkerin, ich weiß nicht, ich glaube, du bist nicht mehr jetzt Streetworkerin, aber als Streetworkerin warst, wie schaut es da mit dem Platz für die jungen Rebellen aus? Ist der organisiert? Sind das bestimmte Plätze, zum Beispiel hier in Bozen? Oder weiß ein Streetworker überhaupt, wo diese Plätze sind? Trifft man sich? Wie läuft das ab konkret? Ja, das hängt jetzt irgendwie alles zusammen, weil wenn man sagt, ja, es gibt schon Plätze, es gibt Baren, die, wenn du dorthin gehst am Freitagabend, dann triffst du Leute, die, ja, weiß ich, so Haare haben oder sie so, oder irgendwie angezogen sind, und wenn du sagst, ja, sie sind Rebellen, aber jetzt so offensichtlich ist es sicher so, dass, wie Andrea sagt, dass vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, oder als wir noch herumgehangen sind, hat es sicher mehr so Plätze gegeben oder mehr so Menschen, bei denen einfach offensichtlich auf der Straße war, dass sie halt Rebellen waren. Aber ich würde das auch total unter Anführungszeichen setzen. Aber es gibt zum Beispiel, was ich beobachtet habe, einen Platz, den Landhausplatz, vor dem Landhaus. Dort anscheinend ist auch Platz für Rebellen, der aber irgendwo wieder versucht wird zu disziplinieren oder im Prinzip nicht mehr besteht. Ja, ich kann es nicht so genau beurteilen, weil als ich Streetwork gemacht habe, haben wir in den Vierteln Don Bosco und Europa Nova Celda gearbeitet und Haslach-Oberau und waren also selten im Zentrum. Vom Zentrum weiß ich schon, es gibt Orte, in denen Rebellen da sind, aber die Frage ist eben wirklich, heißt jetzt Rebellen, dass man ausgeht und sich betrinkt und kifft und dann, weiß ich, in 5 Jahren dann sich in die Gesellschaft einordnet, oder heißt Rebellen, dass man überhaupt total von der Gesellschaft aussteigt? Du hast es schon vorhin angeschnitten. Es gibt ganz verschiedene, unterschiedliche Zugänge, Rebell zu sein. Christoph Dauber, Student der Politikwissenschaft in Innsbruck. Er ist schwul, hat damit auch keine Probleme, damit nach außen zu gehen, und hat so die These aufgestellt, schon rein die Tatsache, schwul zu sein in Südtirol, zwingt dich, irgendwo Rebell zu sein. Und das ist eine neue Form, die wir jetzt hier noch eigentlich nicht hatten, Rebell zu sein in Südtirol. In Südtirol ist ja so, dass die Homosexualität, schwul sein und lesbisch sein, zumeist totgeschwiegen wird. Es ist ein Tabuthema in der Öffentlichkeit, kommt es, wenn, dann nur negativ besetzt vor.
Und wirklich offen schwule bzw. lesbische prominente Persönlichkeiten gibt es in Südtirol nicht. Deshalb, wenn man schwul und lesbisch, offen schwul und lesbisch ist, dann tritt man in Südtirol in Konkurrenz bzw. im Widerspruch zu der gängigen Auffassung eben über Homosexualität, dass Homosexualität keiner will. Homosexualität ist in neuer Zeit das Thema, über das man spricht, aber keiner will eigentlich damit zu tun haben. Deswegen ist, kann man sagen, dass man als offen schwuler Mensch hier in Südtirol eine Form von Rebell ist. Aber ihr habt eure Plätze, es gibt ein Lokal, ihr habt auch regelmäßig Discos und Treffs. Wo findet ihr nicht Platz? Zum Beispiel in einer bekannten Tageszeitung findet ihr zum Beispiel fast keinen oder überhaupt keinen Platz. Ist das der Platz, den euer Rebellensein nicht gestattet, oder sind das noch andere Plätze, die ihr einfordern wollt? Wir fordern nur Gleichberechtigung in der Gesellschaft ein. Das ist deutsch gesagt wurscht ist, ob einer heterosexuell ist oder schwul oder lesbisch, dass das einfach kein Thema ist mehr, über das man sprechen muss, dass es kein Zentaurus mehr braucht, weil Heterosexuelle haben auch keinen Verein, wo sie sich extra deswegen treffen müssen, weil sie so sind, wie sie eben sind. Ja, in dieser ersten Runde haben wir einfach versucht, ein wenig klarzumachen, was für Rebellen gibt es, wo sind sie, was machen sie, beziehungsweise die ganz nahe dran sind, natürlich auch Peter Kohler ist sehr nahe dran, wird auch noch in einer nächsten Runde drankommen. Vielleicht einfach kurz ins Publikum, vielleicht ist noch jemand da, der besondere Rebellen